Achtung, Vorurteil. Frauen, das sind doch diese Geschöpfe mit den langen Haaren und langen Beinen. Tja, Frauen gehen ja am liebsten shoppen, gucken, so. Aber das ist der Beweis. Das schwache Geschlecht kann nicht nur shoppen, gucken, sondern auch ganz schön kräftig feiern. Ohne Männer. Jawohl. Und die besorgten Ehegatten dürfen endlich mal zu Hause ungestört mit der Kiste Bier Sportschau glotzen. Auf dem Hausfrauennachmittag in Holt gab's zwischen den ganzen aufgekratzten Hühnern aber einen Hahn im Korb und der ist gut gelaunt, denn er ist für die Sicherheit der gepflegt ausrastenden Damen zuständig. Was macht denn ein Mann auf dieser Hausfrauensitzung? Ordnungsdienst. Ordnungsdienst? Glauben Sie, Sie müssen die Frauen ordnen? Nein, wir müssen aufpassen, dass nichts passiert. Doch keine Panik, bald ist es geschafft. Denn auch der ausgelassenste Abend der Geschöpfe mit den Doppel-X-Chromosomen hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Let's go schrotteln. Waren Sie schon mal Schrottbetteln? Kurz schrotteln? Schrotteln ist heutzutage gar nicht mehr wie früher. Diese in der Nachkriegszeit mal lukrative Freizeitbeschäftigung muss neuerdings unter die Kategorie Denksport eingestuft werden. Der gesetzestreue Schrotthändler muss nämlich tüchtig nachdenken. Was darf ich noch mitnehmen? Wie viel kostet mich das? Warum mache ich diesen Job überhaupt noch? Denn die Kohlegeier-Kommunen fordern viele Formulare, Kies und Kohle von den Alteisensammlern und würden am liebsten auch noch deren Job selber machen. Und nu der Clou. Früher bekam der rechtschaffende Bürger sogar noch etwas Bares für seinen hochwertigen Altmetallschrott. Heute soll er dagegen etwas dafür abdrücken, dass er seinen rostigen Ramsch abholen lässt. Wer jetzt schreit, Betrug, der schlägt mal lieber im BGB nach und wird dort eines Besseren belehrt. Das im letzten Jahr verabschiedete Kreislaufwirtschaftsgesetz macht die als Umweltschutz getarnte Abzocke erst möglich. Wie ist die Stimmung bei den Kollegen? Mies und andere können sich denken. Viele Schrotthändler würden am liebsten einfach ein paar verantwortliche Politiker recyceln oder schön Mülltrennung betreiben. Sich einfach mal frei machen und von dem ganzen politischen Müll trennen. Breaking News! Und schon aufgeregt? Der Reiterrosen-Montags-Rathaussturm naht. Ob das mit der Machtübernahme der Jecken wieder klappt? Zumindest nicht ganz so wie in den letzten 1000 Jahren auf dem Reitermarktplatz. Nö, der bekommt ja gerade ein flottes Facelifting. Da ist im Moment gar kein Platz für den MKV Kaiser Gothe und sein uniformiertes Gefolge. Seine markigen Sprüche und Sticheleien gegen Norbert Bude kann man aber hier hören, an der kleinen Karstadt-Treppe. Aber wie bitteschön soll man da jetzt hinkommen? Mit dem Auto geht nicht, kein Parkhaus, wird saniert. Außerdem kann sich keiner mehr die gestiegenen Parkpreise leisten. Mit dem Fahrrad vielleicht? Die Polizei warnt, Achtung, das ist in Gladbach viel zu gefährlich. Zu Fuß geht ebenfalls nicht. Vorsicht vor Gehsteigplatten, die hochstehen. Man könnte ja hinfallen. Auch für den falschen Dienstagszug gibt's noch eine kleine Insider-Info. Wer hier am Bauzaun dem Zoch zujubeln und fleißig klebrige Kamelle einsacken will, ist am Holzzaun derbe auf dem Holzweg. Die Spielverderber vom Ordnungsamt Kamelle! Haben hier ein Wurfmaterialverbot angeordnet. Kamelle! Jawohl. Wer sich nicht dran hält, kriegt die Höchststrafe. Kamelle! Ja, der muss 3 Jahre unbezahlt auf der Arkadenbaustelle Steine klopfen.